Oh, Basti, Digga, ich habe alles gegeben, Bro. Ich weiß, Kevin. Ich danke dir vielmals für die Zeit, dass du heute... Mann, es fühlt sich an, als hätte das Video jetzt Arsch. Vielleicht muss ich... Ja, es gibt den Upload. Vielleicht muss ich vorher nochmal einen kleinen Menschen nochmal am Anfang... Hey, das ist mir so ein Fun-Video. Mann, ich will nicht in einem Fun-Video stattfinden. Mann, ich weiß noch, dieses eine, was war das für ein Video? Aber Platte plus Challenge unmöglich. Auch ein geiler Titel, Dog. Danke, Mann. Beste. Boah, Leute, in welchem Video war das damals mit dem Disclaimer? Hilfe, wirklich auch wieder ein geiler Titel, Dog. Minecraft Speedruns mit Papa Platte, Hilfe. 1,1 Millionen Aufrufe, ich habe wohl was richtig gemacht. Na gut, ja, Papa Platte hingeschrieben. 3, 2, 1, go. Ach, Freunde, was werdet ihr heute hier sehen? Sicherlich wisst ihr, ich spiele ganz gern mal Minecraft durch. Das Ganze tue ich in verschiedensten Variationen und ihr kennt das Ganze auch. Manchmal mache ich das Ganze auch ziemlich schnell, auch in Form von Speedruns. Aber in letzter Zeit habe ich ein bisschen Abstand zu Speedruns genommen. Das letzte Mal halt in der 1.14, dort unter anderem auch mit dem Weltrekord, den ich zusammen mit Wanne aufgestellt habe, der mittlerweile aber schon gebrochen wurde. Denn in der 1.16 ist vier das Jahre wesentlich, wesentlich schneller möglich. Nun ja, es ist jedenfalls so, dass eine gewisse Person auf mich zugekommen ist und mich spaßenshalber mal gefragt hatte, ob wir vielleicht ein bisschen zusammen speedrunnen können. Und bei dieser gewissen Person wisst ihr halt, in welche Richtung es halt geht, wenn sie mich fragt, ob wir speedrunnen können. Chat! Watch this, ihr werdet proud of mich sein, okay? Diesen Clip habe ich zu oft gesehen, Basti. Ja. Deswegen, ganz wichtiger Disclaimer, das Ganze hier ist überhaupt nicht ernst gemeint. Das hier ist ein komplettes Spaß- und Fun-Video. Digga, wenn ich das auf meinem Kanal machen muss, ist das hart. Trotzdem ist das Ganze ziemlich unterhaltsam und lustig geworden. Deswegen wäre es ganz schön schade gewesen, euch das Ganze hier nicht als lustiges Video heute zu präsentieren. Digga, Real Talk, also Disclaimer, weil das Minecraft-Video langsam skillmäßig ist, ist hart. Kannst du für OG-Feeling einfach ins nächste Video Disclaimer reinknallen? Leute, kleiner Disclaimer vor dem Video. Das... Was ihr heute in dem Video sehen wird, ist kein typisches Basti-GRG-Gameplay. Du liegst wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Digga, dein Zimmer ist... Also, Bro, das ist der Absturz von Papa Platte. Wo ist der Tacker? Digga, meine Mama hat den einfach weggenommen. Der ist abgehauen. Ey, Basti, was... Hol ihn mal. Real Talk, hol mal den Tacker. Ich weiß nicht, wo der ist. Du musst ihn suchen. Wie findest du ihn hier? Beeindruckend. Und schön. Kevin, das ist dein Peak deiner Karriere. Verstehst du das eigentlich? Hier wollte ich immer hin. Hättest du ein paar Jahre zurückgeblickt und gesehen, dass du in dem Zimmer wieder solche Streams machen würdest, wärst du stolz? Nein. Das ist der große Durchbruch, mein Bester. Ja, Basti, ich hab's geschafft, Mann. Popo Platte, zeig mal deinen Bauch, zeig deinen Bauch. Lass, lass mal einfach noch chillen. Klar. Einfach noch chillen, bisschen quatschi. Ja, bisschen quatschen oder was, ne? Was ist denn los? Ah, was hier? Erzähl mal einen Schlauch. Freust du schon aufs Aufräumen morgen? Boah, nee, aber dafür auf die Eisenhalle. Was glaubst du, wie viel Eisenhalle wird es morgen wirklich geben und wie viel aufräumen? Ich glaube, es wird Eisenhalle morgen geben. Boah, ist das ein guter Streamer. Guck mal, zack, auf Just Chatting, schnell. Dass du ein Disclaimer gemacht hast, das ist so bodenlos. Die Intro-Art, Real Talk, diese langgezogenen Intros, also es war ganz cool, so, aber es hat mich dann auch, also das, ich bin echt froh, wie sich das jetzt weiterentwickelt hat, aber eigentlich für 2020 schon eigentlich gut. Ja, check. So, sag ich beim nächsten Mal. Digga, so werde ich die nächste Ampel-Challenge nicht verkacken. Ach, Mann. Das Problem ist, Challenges, zwei Parts funktioniert leider nicht, der zweite Part floppt immer so krass dann. Realtalk, lad nicht hoch. Das erste jetzt, oder was? Okay, nee, Realtalk, was ist, wenn du das hochlädst, aber wir machen zum Beispiel morgen nochmal und du machst zusammen aus beiden eins? Ja, also wenn, boah, das Problem ist halt, morgen ist Airplays. Ich bin morgen schon ab 1 Uhr wahrscheinlich live. Ja, lang. Ich meine jetzt nicht morgen, aber irgendwann einfach. Warte mal, das Video okay, Realtalk, das einzige Ding wäre, wenn es wichtig ist fürs Video, dass ich an einem Ort bin. Nein, das ist egal. Okay, dann juckt. Dann können wir es irgendwann einfach machen und du machst aus beiden einfach eins. Ist doch geil, oder? Das geht voll klar, aber es müsste Mittwoch kommen. Also wir müssten Montag spielen. Ja, okay. Machen wir. Ja, sorry, komm mal ab. Ja, ich weiß nicht, ob ich das machen soll, Digga. Meinst du, das ist geil? Für mich geil? Ich weiß es nicht. Das Ding ist halt, ich glaube, du bist halt zu sehr an das richtige Airplay, so, weißt du? Ich glaube, das kann nur underwhelming sein. Ich glaube, das ist halt so ein, in unserer Minecraft-Bubble so ein bisschen so ein Ding. Real Talk, ich mach's auf, weil es voll viel Spaß macht und so, aber es geht auch ein bisschen so um, Bro, represent. So ein bisschen, Minecraft... Nee, für dich check ich komplett. Ich meine das nicht. Ich meine, dass es geil ist, für dich check ich.
Ich meine, nur ob es geil ist für meinen Channel. Naja. Es ist halt die Kopie vom Original in Minecraft. Weißt du, so, das ist so. Ich finde, es wäre übelst geil. Ich finde es sogar geiler fast in Minecraft als in auf Reddit. Ich fände es nur, also. Die einzigen zwei Komponenten, die mir fehlen, ist zu wenig, also mehr, das, guck mal, bei R-Plays, Bro, jeder konnte das spielen. Ja. Ich read doch jeder einfach. Ja. Und das ist so das Internationale, aber das wäre auch scheiße da drauf. Das würden wir auch so hinbekommen. Aber Bro, wenn wir so 10, 20k zocken könnten, wäre so crazy. Das wäre so geil, aber ich glaube, es ist ein bisschen schwierig. Das Ding ist halt, es wird, nachts ist der Server auch aus. Boah! Okay, ja, okay. Um 1 Uhr ist Ende. Ja, okay, das. Und dann geht's 14 Uhr wieder weiter, glaube ich. Das ist verrückt. Früher, vor 3 Jahren oder so, wurden Sachen protected. Boah, das ist ja noch kranker. Du Lümmel, pack das Ding wieder ein. Ja, ist wieder alle drinne. Noriak schreibt, ist nicht so geil, weil du keine Gegner hast. Aber ich glaube, es ist wirklich ein Punkt. Weißt du, was mich an Noriaks Ernst abfuckt? Dass er sich immer so low-talkt. Er geht so in die... Ich weiß nicht, auf was es gerade bezogen war, aber voll oft, also hier machst du halt auch auf Gag, aber trotzdem nervt es irgendwie, dass er so tut, als wären du und ich so mehr einfach. Checkst du, was ich meine? Ich checke, was du meinst, aber es war jetzt einfach nur im Kontext mit, ich weiß, mit Airplays, warum Airplays jetzt nicht für dich so geil ist. Weil es voll der Atze, Mann. Aber das ist so, ich will mich nicht in einem Gespräch so fühlen, als wäre ich was Besseres. Ich hasse das. Das ist voll das Scheißgefühl, Real Talk. Ja, aber das ist ein bisschen seine Rolle, die er auch da playt. Ich weiß, Norax, der ist für dich. Es war auch während Crafting immer so. Ja, er weiß schon, was er macht. Ja, ist guter Mann. Was nervt dich gerade im Leben? Wir machen das spontan Überfall-Podcast. Jetzt. Meine letzten Videos performen nicht so. Oh, warum? Also. Weiß ich nicht. Kannst du es dir irgendwie erklären? Kann ich gucken, ob ich so Thumbnail-Arsch finde oder so? Ja, es sind jetzt nicht die Ultra-Ultra-Banger, aber. Okay, wie ist das von heute? Grausam. Oh, wirklich? Ja, aber das ist halt ein 90-Minuten-Ding, das zieht über lange Zeit. Das wollte ich gerade sagen, das kommt noch. Also das ist halt auch eine Hürde, dann 90 Minuten aus sich reinzuziehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe also, das Gefühl, dass diese 5%-Challenge nicht gut ankommt. Muss aber auch sagen, ich glaube, das ist ein Video, was ich nicht lange geguckt habe. Ja, verstehe ich auch. Also einerseits Zweiteiler, ich hätte es auch gewollt, dass es ein Einteiler wird bei so großen Challenges, aber ich hatte Zeitdruck, ich musste es Zweiteilen, ansonsten hätte ich es... So, das ist halt dann das Problem. Ich will halt sehr aufwendige Challenges machen und ich habe halt momentan, mir macht halt Level gleich Teleport so einen krassen Strich, ne? Bro, ich grind halt immer noch mit Tommy. Digga, ich warte auch immer noch so drauf. Was ich geil finde, muss ich sagen, habe ich jetzt zweimal geguckt auch, habe ich letztens extra noch in einer alten Folge gesucht, Monster Army Battle. Boah, Monster Army ist ultra das coole Format. Finde ich übelst geil, ich wäre mega gerne mal dabei. Also wenn es mal so eine Noob-Folge gibt oder so, wo so ein Pro, ein Noob oder so, würde ich krass feiern. Aber muss auch nicht, nur wenn es passt. Aber das finde ich sehr geil. Also falls ihr das nicht gesehen habt, das ist so Randomizer, die müssen sich equippen und jedes Monster, was sie währenddessen killen, kommt am Ende bei den anderen Teams oder bei dem anderen Team als Monster, die müssen es dann fighten und so. Mit so Waves und so. Ist übergeil. Ich will mich nicht zu krass, aber Bro, ich liebe dieses Format. Ne? Ich finde, das Konzept ist so genial. Das ist mega geil. Dann, jeder Spieler braucht eine Farbe. Finde ich, ist was mich persönlich einfach von der Idee her das nicht abholt einfach. Weil das Video war... Ja, sorry, sag. Ja, das Video war auch... Das Video hätte ich normalerweise nicht hochgeladen. Ich war kurz davor, das Video nicht hochzuladen, weil eigentlich ein Fehler drin war. Eigentlich muss man das ohne Crafting Table spielen, weil ansonsten ist es zu repetitiv. Aber das ist alles ein bisschen Zeitdruck, technisch rauskommen. Bro, du weißt, wie ich das meine. Ja. Das ist sicherlich kein schlechtes Video. Aber ich finde auch von der Idee her, gibt es mir so ein bisschen... Ich glaube, ich würde was anderes erwarten. So, das ist so... Das gibt mir so Vibes von so YouTubern, die so Videos machen. Einen Tag nur grünes Essen essen. Ekel essen gegen Riesenspinne oder so ein Scheiß. Checkst du, was ich meine? So ein bisschen so diese Vibes, so habe ich so, weiß nicht, wie ich sagen soll. Schaden, Random Item, Skyblock, Randomizer Finale mit Heiko habe ich auch komplett geguckt. War ultra die geile Aufnahme auch. War das die, wo er nach hinten geflogen ist? Ja, ja. Du musst mal, weil jetzt gerade jemand so schreibt, so yo, also wegen jetzt dem weißen Background bei All Items, geh mal auf Playlisten und geh mal auf die All Items Playlist. Also das ist halt ein Stil, den ich halt dann durchziehe bei einer Serie, dass alle Thumbnails in einem weißen Raum stattfinden. Da rechts daneben, All Items Ultra Hardcore 1.20. Alle Thumbnails von All Items. All Items oben. Nee, falsch. Oben, die zweite direkt. Ach Digga, what the fuck? Wisst ihr eigentlich, wie viele Items und Blöcke und verschiedenste Sachen es in Minecraft das gibt? Das alle Thumbnails. Ja, okay, check. Und also das zieht halt teilweise genauso, ne? Aber es ist halt. Ich glaube. Okay, kann ich kurz Feedback noch dazu geben? Mhm. Ich weiß nicht, wie das so ein Zuschauer so sieht. Ich habe das Gefühl, bei allen anderen Thumbnails dieser Serie
kann man erkennen, dass es sich um viele Items handelt. Außer bei dem neuesten. Da sind die so klein, Bro. Jemand, der Minecraft kennt und die Thumbnails kennt, checkt das. Aber bei den anderen, finde ich, checkt man viel mehr, dass es sich um viele Items handelt einfach. Ja. Yeah. Das ist noch besser sichtbar irgendwie, finde ich. Und, aber I don't know. Ja, ich glaube, es wird nicht so krass jetzt auch einfach im Thumbnail liegen. Es ist momentan... Ja, aber es ist normal, Bro. Ja, voll. Ne? Das ist jetzt auch nicht als... Also it's not that deep. Ich bin da jetzt auch nicht so. Ich denke mir dann eher so, das nächste Video wird dann wieder halt besser und so. Ja, check ich. Und, Mann. Nee, aber ansonsten ist alles soweit stabil. Ich muss halt morgen früh raus, Pakete holen. Ich freue mich voll drauf. Kevin, du hast auch schon mal gesagt, dass wir wichteln, ne? Bro, wir haben immer noch nicht gewichtelt mit Toni, ne? So krass. Das Ding ist, ich habe die ganze Zeit das falsche Wichtelgeschenk. Also ich habe gedacht, ich habe die ganze Zeit ein Wichtelgeschenk da. Hat mir vor kurzem Toni geschrieben, ob ich eigentlich mal ein Paket von ihr bekommen habe. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, dass das wäre das Wichtelgeschenk. Und dann ist es einfach ein Weihnachtsgeschenk so von ihr gewesen an mich. Und ich habe seit Monaten das nicht aufgemacht. Oh mein Gott. Ja. Also hast du gar kein Wichtelgeschenk auch? Ich habe kein Wichtelgeschenk. Bro, wir haben das immer noch nicht gemacht, Chat. Und Real Talk, das wollte ich eigentlich nie erzählen, weil ich dachte, ich komme damit easy durch. Aber ich habe das 7 Tage nach der Frist geschickt und war trotzdem noch pünktlich anscheinend. Bro, die Frist war im Dezember. Ja, ich habe das so übervergessen. Da stand so 13. Dezember. Vor allem, ich find's geil, also Toni hat uns so eine PDF, jeder einzeln geschickt. Naja, ich sag mal so, Leute. Also wir ein paar Tage noch, das ist April. Also. Das Ding ist, ist das bei mir immer verflucht. Letztes Jahr gab es ja auch schon so krass Probleme mit dem Paket, was mir Maluna geschickt hatte. Jetzt habe ich wieder keins. Mein Paket, da gab es auch Struggle und so. Aber ja. Crazy. Mal gucken, was das wird. Aber unfassbar sweet von Toni. Die hat mir auch so eine voll süße Karte und so geschrieben. Und die hat mir also vom HSV-Fanshop Sachen gekauft. Magst du mich später raiden, Bro? Nö. 4-5. Bro, das ist süß, Mann. Das ist sehr süß. Voll. Dann geht's eigentlich nach L.A. Boah. Was, ich weiß nicht ganz, vielleicht hast du da so ein bisschen Input. Ich weiß nicht ganz, ob ich L.A., also ich will eigentlich schon noch gerne nach Amerika dieses Jahr. Es steht auch im Raum, nach New York zu fahren mit, wegen der Tour, ne? Wegen der, welcher Tour? Edeltour. Das ist nochmal separat. Also, es steht ja aktuell 3 Amerika-Sachen im Raum. L.A., New York und Edeltour in East Coast. Ich glaube, Edeltour East Coast wird auf jeden Fall stattfinden. Ja. Irgendwann Ende des Jahres oder so. Oder Anfang nächsten oder sowas. Keine Ahnung, wenn wir da Bock drauf haben. Und ich will aber vorher noch einmal nach New York oder nach Los Angeles. Und jetzt die große Frage. Nehme ich es so für mich wahr, wie es zum Beispiel auch Max gemacht hat und versuche quasi da einfach zu streamen und nach dem Stream Dinge zu erleben? Oder gehe ich da hin, um IRL zu streamen? Warum nicht beides? Ja, inwieweit? Dass du halt einfach, wie du es jetzt gemacht hast, einfach auch mal 3 Tage konsequent nicht streamst. Ach so, Offtakes meinst du quasi? Ja. Ah, okay, ich dachte, du meinst so, dass, ja. Boah, ich finde das geil, aber man, Bro, keine Ahnung, Mann. Ja, stimmt schon, guck mal, ich bin gerade in so einem Punkt, Digga, alter Mark Forster, hatten wir gelabert und der hat das relativ gut beschrieben, weil ich hatte so gesagt, ich glaube, mir fällt es gerade voll schwer, noch schwerer als sonst schon, so Off-Days zu nehmen, weil es sich gerade anfühlt, als hätte ich übelst Momentum und jeder Stream, den ich mache, lohnt sich dreifach. Mhm. Also jetzt nicht geldmäßig, sondern einfach, also wahrscheinlich auch, aber so darum geht es mir nicht, sondern ich meine so um, ich habe das Gefühl, das sind Streams, die lohnen sich gerade einfach. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Und, und er hat so beschrieben, als hätte man so diesen goldenen Stern in Mario Kart. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, ich habe gerade den goldenen Stern in Mario Kart, Bro, basically. Das stimmt aber nicht. Bei dir ist es wäre so, als würde ich jetzt stehen bleiben einfach gerade. Nein, das ist komplett falsch, weil bei dir ist es das komplette Gegenteil. Also, ich würde verstehen, ich würde es dir auch ehrlich sagen, wenn ich denken würde, das ist gerade so, aber bei dir ist es jetzt gerade nicht einfach ein kurzzeitiger Peak oder ein Hype, sondern dein großes Comeback letztes Jahr hast du auch so gestampft und wieder da. Du kannst es genauso interpretieren, dass wenn du weg bist, wenn die Leute dich auch gefühlt einfach vermissen. Also das ist so, du kannst momentan ein bisschen tun, was du möchtest, glaube ich. Also es ist alles richtig und alles gut. Ich finde es eigentlich super, super gut und wie gesund du halt an die Sache rangehst und gerade diese, ich sag's immer wieder, diese lockere Art, dich nicht zu ernst nimmst und nicht zu sehr, boah, jetzt hier Content, da Content, das macht dich so viel besser und sympathischer. Ja, ich weiß, aber das ist schwer, glaube ich, zu halten auf Dauer. Ich glaube, je länger ich Streaming jetzt wieder machen werde, desto mehr wird es wieder so ein bisschen nicht lockerer, so wie es ganz am Anfang war. Weil deswegen ist es wichtig, dich halt immer wieder an den Punkt aber so ein bisschen zurückzuerinnern. Ja, mache ich oft und ich denke oft an genau das, was du mal irgendwann gesagt hast, zurück. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch einfach normal. Weil wenn man so, das ist jetzt wieder Routine und Subgifts und so, viele Formate sind gerade und so.
Ja, aber ich glaube, ich müsste bei mir gerade mal so mal wieder so ein, zwei. Ich habe das Gefühl, gerade ist jeder Tag eine YouTube-Aufnahme. Mehr als eine sogar. Ja. Und es ist geil, weil übelst viel Content entsteht und der Grind krass ist und es wird auch heftig belohnt. Aber es wäre geil, einfach mal was zu einfach streamen, wie sagt man das, Stream-Exclusives zu haben. Aber ja. Ich weiß nicht, was es sein soll. Weil ich wüsste nicht, was es ist. Ich glaube, bei dir ist es aber auch so, du kannst trotzdem. Bei dir entstehen auch trotzdem YouTube-worthy Aufnahmen, wenn du einfach nur gar nicht so sehr an die Aufnahme denkst, sondern einfach machst. Du streamst einfach. Viel Liebe, Bro. Ja, das stimmt schon, aber ich wüsste nicht, mit was ich das. Also, ich habe das Gefühl, ich glaube, das alles, was mir Spaß macht, sind YouTube-Aufnahmen. Und was ich halt. Ich finde es geil, aber es draint mich extrem. Ich merke, wie viel anstrengender ein Tag ist, wo ich 3 YouTube-Aufnahmen mache. Digga, es ist so anstrengend. Also, ja, ich verstehe das voll. Viel anstrengender als ein normaler Stream-Day. Ich verstehe das zu 100%. Bei mir ist es genauso, wenn ich halt im Hinterkopf habe, ich muss jetzt diese Aufnahme fertig bekommen, damit das Video halt noch rechtzeitig wird. Und dann hast du noch im Hinterkopf, es muss am besten noch was Gutes sein, weil das letzte Video nicht performt hat oder so. Das ist dann. Aber, ja, I don't know. Also, ich glaube, es benötigt einfach mal wieder so ein. Ich glaube, ich sollte mal wieder ein bisschen mehr ein, zwei Games einfach so zocken, wo ich weiß, das machen wir jetzt nicht zu einem Video oder so. Ich glaube, sowas wie DayZ oder so. Ja. Aber ich weiß immer nicht so wann. Weil gerade ist wirklich so, wie gesagt, jeder Tag haben wir irgendwas geplant, Bro. Und dann so hier IRL-Stream, da irgendein Event, da das. Weißt du, was ich meine? Was ist morgen geplant? PO-Box weitermachen. Ach so. Und dann, ja genau, das ist jetzt das Ding. Und jetzt würde ich rangehen, was will ich dann morgen machen? Und dann würde ich halt so mir überlegen, was würden die Leute entertain finden? Und dann, was wäre auch einfach, also ne, so einen Schnittpunkt finden aus, was wäre eine gute YouTube-Aufnahme, was würden die Leute enjoyen und was ist am Ende auch ein gutes Video? Ja. Und was würde ich enjoyen, habe ich das gesagt? Ja, also das auf jeden Fall auch noch. Ich glaube, du kannst aber, du bist auch an dem Punkt, dass du wirklich alles zu einem Entertainer, ich glaube, du könntest morgen halt wirklich 8 Stunden einfach nur CSMM zocken und das wären trotzdem unfassbar gute Stunden. Ja, genau, aber wenn ich ganz ehrlich bin, Bro, dann denke ich mir so, warum 8 Stunden CS zocken, wenn ich auch, oder sagen wir 4 Stunden CS zocken, wenn ich auch 4 Stunden mir als Beispiel sowas überlegen kann wie ein PO-Box-Opening und ich weiß, ich werde double the Views haben, ich kriege ein free YouTube-Video da draußen noch, weißt du, wie ich meine? Also ja, ich aber weil nicht, nicht jeder Tag so mehr special, aber es ist halt mehr draining einfach. Es kann nicht jeder Tag so ein Stream sein. So, es muss diese normalen so einfach, hey, das war einfach so also diese, vor allem ist es auch so wichtig, mit diesen Streams dann auch zufrieden zu sein und die Akzeptanz dann so zu haben, ey, dann ist es so ein Stream, so voll der Gute trotzdem. Ja. Rizwan hat gerade geschrieben, morgen zusammen mit Rumatra in Rainbow Six Siege rein, das kannst du gar nicht als YouTube-Video machen. Real Talk. Ich glaube, es ist das eingetreten, wovor ich Loki ein bisschen Angst hatte. Also, es ist voll abgekommen, aber ich glaube, dass ich gerade so deutschlandmäßig halt auf der 1 bin und ich habe, glaube ich, Loki Angst, den 1 zu verlieren. Und es ist voll dumm, weil was juckt das? Es juckt nicht. Ja. Es ist scheißegal. Ich weiß es auch, aber es ist so. Also ich verstehe. Es ist scheißegal. Mir ist nicht, deswegen, I don't know. Das habe ich voll oft gesagt, wenn Leute so gesagt haben, ob ich das so geil finde. Und ich war immer so, ich weiß nicht, Mann, weil ich habe irgendwie das Gefühl so, was, also ich glaube, das ist so was Unterbewusstes, was so mitschwingt. Es ist nicht, dass ich mir jetzt krass drauf einbilde oder so, sondern einfach, ich bin mir sehr bewusst dem gerade, was gerade passiert mit meinem. Mit dem, was ich hier gemacht habe, irgendwie, mit meinem Werk, mit meinem Channel. Mhm. Und keine Ahnung, ich glaube, das ist so. Das stresst mich manchmal ein bisschen gerade. Checkst du? Ja, das ist, ich glaube, sehr schwer damit umzugehen, aber das Ding ist halt, ich glaube, es geht ja nicht mal unbedingt um diese Platz-1-Stellung, sondern. Das ist auch jetzt nicht halt so, also es ist so ein bisschen doll gesagt, aber ich glaube so unterbewusst einfach. Und ich weiß nicht, ob es um den Vergleich mit den anderen geht, aber einfach, dass ich weiß einfach, es ist gerade. Es ist crazy. Also es ist gerade, mein Channel wird gerade, oder mein Werk hier wird gerade so gebläst einfach. Digga, Alter, ganz TikTok ist einfach voll mit der Scheiße, die ich hier mache, oder die wir hier machen. Und alles funktioniert, was wir machen gerade. Und es fühlt sich so low an, jetzt zu sagen, ja, eine Woche Urlaub oder so. Das ist so krass. Ich meine, ich habe das gut unter Kontrolle und wie ich schon vorhin meinte, so die letzten zwei Tage, also die gestern und vorgestern war richtig geil, das zu machen. Aber ich glaube, ich bräuchte es öfter, Digga. Du weißt es ja auch selber. Und du weißt selber, dass wenn du halt, wenn du jetzt eine Woche halt weg bist, die Leute werden sich so krass darauf freuen, wenn du wieder streamst. Und ich glaube, dass der heutige Stream auch zum Beispiel einfach sehr, sehr gut war, weil du halt sehr coole Sachen erzählen konntest aus den letzten 3 Tagen. Bro, das ist halt das Ding. Ja, das ist halt das Ding. So, du erzählst halt Stories aus dem Relab. Und das Ding ist, was ich halt auch irgendwie krass finde, ich habe viel mit lustigen Leuten abgehangen, so, also jetzt auch mit Felix und mit Notti.
Aber mit denen habe ich auch online zu tun. Ich habe mit vielen offline lustigen Leuten so abgehangen, die so humormäßig einfach so Input waren. Weißt du, was ich meine? So die so einfach die so ihren privaten Humor mir einfach so mal so, den man so mitbekommen hat. Ich weiß nicht, das war, ich finde, das ist auch irgendwie, da habe ich, merke ich auch immer, wenn ich so drei Tage mal oder zwei, drei Tage mit so Leuten gechillt habe, die, mit denen ich sonst nichts zu tun habe und die auch mega witzig sind, dann merke ich, wie ich das Gefühl habe, dass das meinen Stream dann besser macht, die Tage drauf. Checkst du? Voll. Ich verstehe das. Ich musste auch er zum macht Beispiel Humor so Diebstahl bei seinen Homies. Ja, basically. Ich hatte zum Beispiel manchmal so den Punkt, ich habe auch viel mehr jetzt auch so nach Craftech so akzeptiert, dass es halt voll okay ist, einfach auch mal kürzere Streams zu machen. Dass es mal voll okay ist, mal einfach nur 5 oder 6 Stunden zu streamen. Alter, das ist der krasseste Change, den ich gemacht habe. Einfach online zu gehen, wann ich will. Ich gehe einfach online, wenn ich will, Digga. Ja. Bro, dann ist es 18 Uhr, juckt mich nicht. Digga, Rito, ich bin so oft, war das vorher so, dass ich so 15 Uhr wusste, boah, gleich online, dann so, ja, okay, ich gehe jetzt nicht Punkt 15 Uhr, aber ich mache dann so 15:30 Uhr, habe ich dann schon so gesagt, ja, mach ich jetzt an, weißt du, die Möhre so. Und ich war dann aber so, boah, ich will eigentlich gerade noch chillen, Digga. Gerade würde ich eigentlich gerne noch eine halbe Stunde chillen. Weißt du, ich meine, oder noch eine Stunde chillen. Mach ich einfach. Ja. Scheißegal. Und dann dafür lieber nochmal, dafür nochmal Eisenhalle mehr pumpen. Also mehr wahrnehmen, mehr ernst nehmen. Vor allem für mich ist auch so einfach, früher war für mich so, ich habe ja auch immer so eher 17, 18 Uhr angepeilt. Ey, so 19 Uhr, dann gehe ich um 19 Uhr. Ja, auf jeden Fall, Mann. Also das ist ja auch scheißegal, Bro. Jinxie ist, glaube ich, auch nicht so lange online. Bro, ja, also das ist die Meta gerade. Streaming ist nicht mehr 16 Stunden am Tag streamen, Bro. Streaming-Erfolg kommt nur über TikTok und YouTube gerade. Und wenn du da am Poppen bist, Bro, dann bist du Gucci, wenn du 4 Stunden deine Streams machst. Das ist ganz einfach. Bro, das ist ultra crazy. Ich habe durchschnittlich viel kürzere Streams gemacht, jetzt in letzter Zeit. Bro, es hat nichts verändert an den Subs, die ich mache, oder an den Donations. Im Gegenteil, meine Donations sind an manchen Tagen, also der Durchschnitt von meinen Donations ist gedoubled, seitdem ich später anfange zu streamen. Die Streams sind kompakter, noch kompakter gefüllt mit mehr Content-Bits. So, das ist so nicht ein langes Stretcher-Kaugummi, einfach nur mit halt der einen Sache. Also, nur um das nochmal kurz zu sagen, es geht nicht da um das Cash, aber ich nehme sowas schon als, sowas wie Subs oder so, nehme ich schon low-key als Indikator, ob ein Stream irgendwie entertaining war oder so, oder genauso wie View-Count. Es klingt so paradox, ne, zu sagen, dass es halt dabei nicht um Geld geht, aber es ist halt so, ich verstehe dich sehr gut. Bro, ich habe da so abgehobene Takes zu, wenn ich so die von außen mir anhören würde, aber so, das ist... Ja, ich weiß, Kevin. Wir hatten auch darüber geredet haben. Du weißt, glaube ich, was ich auch im Kopf habe. Ja, wir haben dasselbe im Kopf, ja. Und, Aber es ist unfassbar crazy, Digga. Real Talk, Bruder, wir hatten letztens schon mal, als ich hier war, dieses Gespräch. Aber so, Digga, das ist, Alter, das ist so krass, Basti, wo das alles hingegangen ist, oder? Es ist sehr, sehr krass, wie sich das entwickelt hat. Digga, überleg mal, Bro. Überleg mal, Way Out, oder wie das hieß? Ja, Way Out, 2018. Way Out, Digga, wir saßen hier, wir haben einfach gemacht, Junge, und jetzt einfach... Was ist das, Digga? 5 Jahre später, Bro? Das ist crazy, Bro. Real Talk. Das ist wirklich verrückt. Aber no joke, es hat eigentlich gar nichts verändert. Ich habe nicht das Gefühl, ich nehme irgendwas anders wahr. Es ist übelst geil, aber es ist wirklich was geändert, hat es irgendwie nicht, finde ich. Ja, es ist so schon. Man hat sich schon weiterentwickelt. Ja, ja, menschlich auf jeden Fall. Aber ich meine so vom Feeling her. Ja, das ist verrückt, Digga. Ja. Ich frage mich voll oft irgendwie, wie so Streaming in 10 Jahren aussieht und welche Charakter noch auf uns warten? Was sind die nächsten Leute? Was ist der nächste Hugo? Was ist der nächste Noriax? Was ist der nächste Monte? Was ist der nächste Edi? Was ist der nächste Basti? Wer kommt da noch? Halt, das Ding ist halt, es wird halt genauso sein. Guck dir halt YouTube so 2012, 2013 an, was jetzt ja auch über 10 Jahre her ist. Das wird genauso auch mit Twitch sein. So viele Charaktere, die, glaube ich, nicht mehr halt vorhanden sind. Und das ist halt krass, sich vorzustellen. Bin sehr gespannt, Digga. Wie hier mit 37 rumgucken. Ich frage mich auch, ob so, ja, was hast du, wie wir hier mit 37 rumgucken? Mit 37 noch rumgucken. Digga, das wäre so geil. Stell dir vor, 37 Jahre alt, Bro, Basti, Kevin, Abend. Digga, das wäre so geil. Ich hoffe, ich mache das mit 37 noch, aber ich glaube, nein. Wie jetzt? Ich finde den jetzigen Noriax ziemlich stabil. Brauchen wir keinen neuen, oder? Hat er selber geschrieben, oder? Ja, ja. Der Bastard. Giggelt sich bestimmt im Bett gerade einen ab dabei, während er das da tippt. Wow, bei mir stand gerade, bitte nicht noch einen Noriax. Tut sogar gut, dass du einfach online kommst wie ein Überraschungsei. Man freut sich einfach. Überraschungsei ist crazy. Max, dass du nicht auf Drama aus bist und nicht deine Beziehung ausschlachtest. Ja, das kommt noch. Das kommt noch, wenn es nicht mehr läuft.
Letzte Trumpf, wenn wir beide untergehen, dann zeige ich mich, Kevin, und dann schlachten wir das beide einfach aus. Digga, gehen wir so auf Doppeldates und machen Vlogs da. Boah, stell mal vor, bei mir geht's halt wirklich so richtig, also alles dem Bach richtig runter, aber bei mir ist so die letzten Nummern, die letzten Karten, die ich noch ziehe, so, ich zeige mich jetzt. Ey, Real Talk, wenn du jemand bist, der dich nie gezeigt hat, Bruder, du kannst nicht, es läuft nicht mehr, und dann ich zeige mich jetzt gerade pullen, dann Real Talk also zu random. Jeder weiß, dass ich das niemals machen würde. Digga, das finde ich so swaggy. Digga, dann einfach, dann einfach mit Ehre einfach untergehen. Dann einfach untergehen und verschwinden. Ja, Real Talk. Basti zeigt sich so, macht so, bewirbt so NFTs, Bro, so ultra wacken Shit. So ein Krypto-Shit und so, Bro. Digga, macht so eine Training-Gruppe auf Imagine. Ja, warum schon einer so wie Gommel? Bro, was zum Fick ist mit Gommel? Achso, er meint, weil Gommel so auch sich nicht zeigt, oder was? Nee, wir nehmen Krypto. Digga.